Hallo und herzlich willkommen zurück zu LEGO 2K Drive. Heute geht es direkt mit der Kampagne der sogenannten Story weiter. Wir sind beim letzten Mal in Big Butt angekommen. Ich sag einfach Butt, wahrscheinlich heißt es Butte oder Butty oder so irgendwas. Aber ich sag dazu einfach Big Butt, weil... Joke. So. Wir sind hier zwar angekommen und haben auch schon ein paar Challenges gemacht, ein paar Missionen, aber auf der auf dem Turbofeld im Startgebiet, da gab es ja auch noch so ein paar Herausforderungen. Und von denen habe ich ja eigentlich, denke ich, so ziemlich keine keine gemacht. Ich muss versuchen, bei Steam irgendwas umzustellen, weil das ist das. Das nervt schon so langsam, wenn hier die Tasten genau falsch angezeigt werden. Ah, es gibt einen Rückspiegel! Lol, aber auf dem Knopf? Uff. Rechter Stick reindrücken ist Rückspiegel. Und linken Stick reindrücken ist Hupe. Wenn deine Energie niedrig ist, zertrümmere einfach ein paar Objekte, um dein Fahrzeug zu reparieren. Praktisch, oder? Ja, aber das hat mir jetzt so ziemlich nichts gebracht. Okay. Zertrümmertour. Jetzt weiß ich nicht, hatten wir die schon? Ja, das war hier das mit den Pilzen. Das hatten wir aber schon. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Oh. I see. Ich erkenne, was hier die Schwierigkeit ist. Ja. Ja. I see, lol. Okay, die Physik auf der... Lol, das ist ein Wasserschlauch! Okay, die Physik auf dem Wasserschlauch sind ein bisschen seltsam. Aber gut. Aber gut, aber gut, aber gut. Zwischendurch-Events. Du hast ein Zwischendurch-Event gefunden. Lerne die Regeln, passiere das Tor, um zu beginnen. Aktivität abschließen und Belohnung verdienen. Alles klar. Radkappen, Kuppen, Aufstieg. Weiche Gefahren aus und erreiche rechtzeitig den Gipfel des Hügels. 40 Sekunden. Versuchen wir es. Genau in die Mine reingedonnert. Moment. Moment. Das kriege ich besser hin.
Ich erkenne die Schwierigkeit des Tracks. Das ist hier immer diese eine Mine, die mir irgendwie so leicht Sorgen bereitet. Fahren wir mal runter. Zum Start der Strecke. Einmal versuche ich es noch, dann fahren wir zum nächsten. Na geht doch! Gold, Freunde, so macht man das! Das ist auch alles, was ich wollte. So. Kann man hier einmal an die Wand? Nee, schade. Schade, schade, schade. Das hatten wir schon, das auch. Das hatte ich gerade. So weit bin ich noch nicht. Hier, Balla Balla. Das ist potenziell das nächste. Recklandia ist voll von Sammelobjekten, genau wie die Schraubenschlüssel hier in Turbofeld. Finde sie alle und verdiene dir tolle Preise. Hier gibt's versteckte Schraubenschlüssel, oder wie? Das ist auch interessant, aber... Okay, der Typ hat mir jetzt so... Also der hat mir gerade gesagt, man kann... Also wenn man jetzt hier von der normalen Straße auf hier auf das Gras fährt, dann wechselt man ja automatisch auf das Offroad-Fahrzeug hier, auf diesen kleinen Buggy. Das kann man aber ausstellen. Dann muss man... Dann kann man auch mit dem normalen Auto hier rumfahren. Das muss man dann aber... Wenn man dann doch wechseln will, immer mit L tun. Oh lol, das wird hier sowas werden. Ja, okay. Komm, der geht rein, oder? Der geht nicht rein! Ach, du... Komm, da geht's.
Ach, Himmel! Nein, 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 ach. Jetzt ist er wieder da oben gespawnt. Ja, schieß den anderen rein! Geh doch bitte rein! Uff. Ja. Das geht natürlich auch schneller. Aber damit haben wir hier auf den im Turbofeld haben wir jetzt hier alle Herausforderungen aktuell möglich zu sein scheinen geschafft. Aha. Zum Racington-Labor und probier sie alle aus. Da war ein Schraubenschlüssel. Ich habe ihn nicht erwischt. Jetzt aber. Jawoll. Erster Schraubenschlüssel. Gut, das dann gehen wir zurück hierhin. Hier diese Werkstatthelfer und alle. Das sind alles so kleine Äffchen. Glaubt ihr, man kann sich als Charakter so einen kleinen Son Goku erstellen? Human ist ein begabter Redner. Ziemlich beeindruckend für jemanden ohne Mund.
Für ein Renntalent wie dich sollte das eine leichte Herausforderung sein. Gib Vollgas, booste und dann spring beim Abheben von der Rampe. Okay. Durchlesen wäre auch gut gewesen. Okay, Weitsprung ist das im Prinzip. Die alte Mühle sah schon mal besser aus, aber die große Rampe sollte sie in die Luft bringen. Okay. Meter. Aber wie weit muss man denn da springen, bitte? 200 Meter und ich... Okay, Moment. Dann würde mich hier... doch nochmal was interessieren. Wie soll man denn 200 Meter springen können? Ja, das Rennen hatte ich. Soll das gehen? Geht das vielleicht, wenn man sich auf so einen kleinen... So ein kleines Flugzeug baut? Heiße Earl, du bist neu hier, oder? Ja, schon. Da hinten sehe ich doch was. Hochgedreht. Beende 3 Runden um den Buckel. Sieht im ersten Moment ganz machbar aus. Ich hätte vielleicht in der ersten Runde auch schon boosten können. Sekunden, Bronze. Ich fürchte, da muss man boosten.
weil sie, da muss man durchgehend boosten.